Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir waren in der letzten Folge noch in einer Hütte und sind auf einmal hier gelandet. Nach einem Neustart. Oh nein, wir sind wieder im Sumpfgebiet, oder? Wo ist unser Hund? Ja, das ist wieder Saint-Denis da hinten. Oh, da bist du ja. Hey. Alles in Ordnung? Du hast total viel Hunger. Hier. Ein bisschen Heu. Ja. Da geht's doch gleich besser. Musst du gestriegelt werden? Nein. Wow, ja doch. War ganz gut. So, dann öffnen wir doch die weitere Karte. Wir haben noch eine Karte. Und zwar eine Landkarte. Schatzkarten. Landkarten. Die letzte, die Wildblumen. Ja, da haben wir ganz in der Nähe was. Wildblumen, dort. Dort geht es jetzt hin. Leute, können wir eigentlich zu Fuß hin. Und wir haben die tägliche Herausforderung für Landkarten, für Sammlerstücke geschafft. Moment, wir nehmen die Abkürzung durch den Sumpf. Lassie, kennst du Sumpf? Du kennst den Sumpf. Was? Wir haben drei Ziele diesmal. Sehr schön. Nur die letzte Karte hatte doch auch drei, oder? Sind nicht immer drei auf der Karte? Ah, wir sind schon da. Oh, eine Klapperschlange oder sowas. Vorsicht. Hey, hier sind ja gar keine Alligatoren. Da haben wir sie schon. Jetzt echt. Das ist ja total einfach, die zu finden. Jetzt. 6 von 9 Wildblumen gefunden. Wo sind unsere Punkte? Wie sieht es aus mit unserem Fortschritt? Rollen und Sammler. Oh. Da können wir aber noch ein bisschen was machen. Ah, da kommt aber auch gar nichts Gutes mehr. Das hier war noch wichtig. Die Pferdeunterstützung, die haben wir bereits. Und das nächste Interessante wäre eigentlich nur die größere Wertgegenstandstasche. Na schön. Und die Karte sagt uns, unser nächstes Ziel ist dieses hier, denke ich mal. Aber mal schauen, ob das sinnvoll ist. Ja klar. Dieses, dann das da oben und dann geht's nochmal zu Madame Nazar. So. Aufi, aufi. Lassie, du kennst den Weg am besten. Wir lassen dich mal wieder in Ruhe reiten. Du wurdest ja aufgetankt. Also sollte eigentlich kein Problem für dich sein. Finden wir hier vielleicht irgendeinen anderen Gegenstand noch? Ein Ei vielleicht für uns? Hey, ein gratis Pferd? Für uns? Oh nein. Was machst denn du da? Warum reitet dein Pony so komisch? Halt, bleib stehen. Halt. Wir haben doch auf der Karte was markiert. Wo ist denn jetzt das? Das markierte. Hier sind überall so viele Leute. Ich möchte da gerne gucken. Die suchen da auch irgendwas. Vielleicht finden wir auch wieder ein verstecktes Versteck. Aber in letzter Zeit hat das nicht so gut funktioniert. Ich denke, wir haben das markiert. Ja, so haben wir gemacht, aber nicht so. Haha, jetzt können wir los. Warum sind wir so hungrig? Unsere Lucrezia ist total abgemagert.
das ist nicht gut. Irgendwas mit Wildfleisch, normales. Yum, yum, yum. Okay. Okay, wir lassen dich mal einfach so. Ich glaube, du hast Spaß bei dem, was du da machst. Mit deinem Pony. Ein bisschen krass, oder? So ein kleines Pferd. Und bitte, Lassie. Das war doch nicht so weit, oder? Können wir da nicht selber hin? Ah, besser, wenn Lassie steuert. Und ich glaube, hier waren wir noch nie. Hey, Vorsicht! Das ist doch nur ein Wurm, ein größerer. Und wir haben Pflanzen. Überall Pflanzen um uns herum. Aber auch ein Klingeling-Ding. Oh, Kolibris, all by. Du hast unser Pferd verscheucht. Und dann ist sie abgehauen. Gut versteckt, ha? Nein, hier hört man gar nichts. Also die Chance steht gut für etwas, das wir bisher noch nicht gefunden haben, aber das scheint mir hier der Busch zu sein. Ja, eine Bachpflaume kennen wir doch schon, leider. Haben wir schon in der Sammlung, macht aber nichts, nehmen wir trotzdem mit. Das ist ja ganz schön was wert. 7 von 9 Blumen. Oh, hey, 200 Punkte haben wir erhalten. Schön ist das, schön. So viele Punkte. Und mit uns geht es jetzt, ja, wir haben ja nur noch ein Ziel hier. Geht es jetzt hier hin. So, Lassie, alles wieder in Ordnung. Na, wo bist du? Und irgendwo... Du kommst immer aus dem Gebüsch. Was machst du da nur? Naja, was Pferde eben so machen, oder? Oh nein, 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 nein. Moment. Ein paar Nüsse essen. Hasen jagen. Typisches Pferdezeug. Ja, und ich habe schon so oft gesagt, und ich sage es nochmal, es wäre so viel einfacher, wenn man mit einem Trupp unterwegs wäre. Jeder hat seine Karten dabei, jeder öffnet eine Karte, oder ja, jeder öffnet genau eine Karte, mehr geht ja nicht, sonst werden die alten überschrieben. Ja, und dann kann man eben mit so einem Trupp, je nachdem wie viele Leute dabei sind, die ganzen Orte abreisen, abgrasen und ruckzuck hat man seine Sachen zusammen. Ja, leider ohne Trupp sieht es dann etwas trostlos aus, so wie bei uns. Da geht es immer nur zu 3 Punkten und wenn man Pech hat, sind die auf der ganzen Karte verstreut, aber... Aber Lassie kennt ja die Wege, zum Glück.
Ja. Während Lassie hier schön reitet, gucken wir uns mal die Karte an. Und wir sind ja so gut wie da. Und während wir uns die Karte angucken, gucken wir uns mal die Fortschritte an und gucken mal, was da noch auf uns zukommt. Rollen. Sammler natürlich. Okay, wir müssen noch einiges suchen. Gibt es denn nichts Schönes, was wir haben wollen, das wir jetzt schon freischalten könnten? Ja, diesen Webster Holster vielleicht. So schön finde ich den jetzt gar nicht. Die Lampe wäre ganz nett und ich sagte schon mal, die Brille wäre auch ganz nett. Die wird dann aber 9 Goldbarren kosten und Goldbarren haben wir nicht. Die Lampe wird $350 kosten. Ja, das war das, was uns eben schon zurückgeschreckt hat. In der Vergangenheit haben wir gesagt, wir haben ja gar nicht so viele Dollars. Das hier würde ich noch ganz interessant finden, ein umgebundenes Halstuch. Aber auch das kostet 2 Goldbarren. Der Holster würde $75 kosten. Auch das haben wir nicht. Und ja, die Sammlertasche, das wäre auch eine schöne Sache. Ich meine, freischalten könnten wir sie zwar schon, aber wir hätten ja nichts davon, weil das ganze Ding $125 kostet. Ja. Also lassen wir das. Oh oh. Du wolltest die Brücke nicht benutzen, oder? Blauregen. Ach, hier sind wir. Oh Gott, das Kannibalendorf. Ja, so ungefähr. 7 von 9 Blumen gesammelt. Und der nächste Ort ist dann wirklich Madame Nazar. Wie es aussieht. Gar nicht so weit weg. Ach, und wir haben eine gratis Landkarte bekommen? Jetzt echt? Schatzkarten. Nein, eine gratis Landkarte habe ich jetzt nicht gesehen. Madame Nazar mal ganz woanders heute. I hear tell of your good deeds, but you do not fool me. Let's see the fruits of your labor. Genau. Quite mundane, but I will take it. Charming but commonplace. All right, but it's worth selling these as a set, you know. Quite mundane, but I will take it. Done. But the whole set is worth your while. Charming but commonplace. Quite mundane, ja, but I will take it. Das Entenei brauchen wir doch für eine Sammlung irgendwie. Charming but commonplace. Very well. I pay more for the whole set, you know. Not a bad find. Done. But the whole set is worth your while.
quite mundane, but I will take it. Charming but commonplace. Very well. I pay more for the whole set, you know. Quite mundane, but I will take it. Ja, das war's dann erstmal damit. Wir haben gar keine Sammlung für Sie fertig. Oh. Ach, das reicht immer noch nicht. Bachpflaume, die ist richtig fog was wert. In the night, night in the fog. Ja, und natürlich die Ketten und so, die sind auch richtig was wert. Ja, die Enteneier natürlich nicht. Ja, voll schade. Ich dachte, wir hätten da schon eine komplette Sammlung. Die Ballonfahrerschutzbrille könnten wir kaufen, wenn wir wollten. In verschiedenen Farben. Wie ein Maulwurf sehen wir damit aus. Das können wir unserer Lucrezia doch nicht antun, oder? Nichts gratis dabei. Wir haben schon so viel für Sie getan. Nee. Keine Gratis-Sachen dabei. In der nächsten Folge schauen wir uns das mal an und überlegen uns, ob wir das noch machen oder nicht. So viel Munition haben wir nämlich nicht mehr. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.